Dieses Bild heißt Kaffeeterrasse bei Nacht. Vincent van Gogh hat dieses Bild gemalt. Das Bild befindet sich im Kolle-Mühle Museum in den Niederlanden. Auf dem Bild sehen wir eine Stadt im 19. Jahrhundert. Links finden wir ein helles Restaurant. Im Restaurant gibt es mehrere Tische, Kerzen, einige Kunden und einen Kellner. Auf der Straße sehen wir Leute spazieren gehen. Es gibt ein Paar, das ins Restaurant zu gehen scheint. Auf der rechten Seite befinden sich mehrere Gebäude und in der Ferne ist alles sehr dunkel. Im Hintergrund oben sehen wir einen wunderschönen blauen Himmel. Der Himmel ist wolkenlos und hat viele weiße Sterne mit einem gelben Zentrum. Ich mag dieses Bild wirklich, weil es mich glücklich und ruhig macht. Mir gefällt die Technik und die Farben, die Vincent in seine Bild verwandelt. Dieses Bild ist nicht eines der bekanntesten, das Van Gogh gemacht hat. Aber für mich ist es mein Favorit.